Moin! Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie wir den Buchknoten machen. Mit dem Buchknoten befestigen wir die Leine an dem Drachen. Hierzu schnappen wir uns als erstes unseren Winder, nehmen uns ein Ende von der Leine. Hier ist üblicherweise so eine kleine Schlaufe vormontiert. Wir nehmen uns den geknoteten Knoten mit der einen Hand und mit der anderen Hand gehen wir mit Daumen und Zeigefinger von unten durch die Lasche durch und machen ein Dreieck. Dann kippen wir unsere Finger um, schnappen die zusammen, lassen den geknoteten Knoten los, nimm den roten Punkt, ziehen ihn über unsere Finger und dadurch ergibt sich eine Schlaufe. Diese Schlaufe halten wir jetzt so fest, ziehen uns einmal unseren Drachen heran. Das ist der Anknüpfpunkt. Darüber legen wir jetzt die Schlaufe, ziehen das fest und schon ist unsere Leine mit dem Drachen verbunden. Das war's.